Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chicory. Die farbenfrohe Welt. Oder ein farbenfrohes Abenteuer, je nachdem, wie man das sehen will. Wir wissen nicht, was passiert ist. Im letzten Part haben wir den Turm von Chicory sauber gemacht, weil ich bin gar nicht Chicory. Ich dachte, ich wäre Chicory, aber nein, ich bin gar nicht Chicory. Sondern Chicory ist ein Farbenkind, bei dem wir putzen. Aber wir haben geputzt und dann hat es irgendwie Krach gemacht und dann war die ganze Farbe verschwunden. Keiner weiß, was los ist. Wir haben schon ein paar Aufgaben gemacht und haben dafür Klamotten geschenkt bekommen, aber wir sollen mit Brombeere reden. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Brombeere ist. Ich bin sehr gespannt. Die sieht ein bisschen böse aus. Ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Hat Chicory dir diesen Pinsel gegeben? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Chicory auch einfach aufgegeben und hat gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Den Pinsel haben wir nicht. Hat sie uns nicht gegeben, wir haben den gefunden. Ja. Dann ist es noch schlimmer, als ich gedacht habe. Du wirkst nicht so, als seist du bereit. Hoffentlich irre ich mich da. Was? Komm hier entlang. Nachtmalwald. Geh mal weg. Seh nix. Aha. Muss man ja ausprobieren. Ich würde ganz gerne das Geschenk haben. Ich will das Geschenk haben. Blümchenkleid jetzt tragen. Moment, kann ich das einfärben? Ja, ich möchte das ganz gern. Farben sind gesperrt. Gestreiftes T-Shirt. Hier sind auch die Farben gesperrt. Shift. Können sich ändern. Ha! Aber wieso denn? Ich will aber nicht. Ich will mehrere Farben. Wieso sind die Farben so komisch? Bin ich kein blauer Hund mehr? Eigentlich so ein blaues Kleid. Maßgefertigtes Overall. Wollte aber eigentlich. Da habe ich aber auch kein Blau mehr, ne? Also ich weiß, wie ich da hinkomme, aber da ist Müll, das würde ich ganz gern aufheben. Wo komme ich da lang? Du bekommst ein Sternschirm. Einstecken. Da ist eine Katze. Sehr gut. Muss aber erstmal rüber, ne? Ich kann nicht schon mal. Muss hier rüber, dann kann ich dahin. Dahin. Aber da noch nicht runter, ne?
Nimm das verirrte Kind mit. Jetzt blöd. Komm ich da nicht mehr runter? Ja, da war oben noch ein Weg. Dann halt nicht. Ah, warte. Mach mal so. Nein! Ich möchte da oben ganz gerne noch lang. Hier ist auch noch ein Geschenk. Bekomm eine Schleife tragen. Oh, wie süß. Aber mein Blau ist verschwunden. Seht ihr das? Mein Blau ist gar nicht mehr da. Ich habe jetzt aber süß Schleifchen. Weil ich nicht weiß, wie ich hier runterkomme. Bin gespannt. Das finde ich halt irgendwie so ganz cool. Da nicht durchkommen. Kann ich ja da so hoch und da dann so lang. Muss hier hoch. 1, 2, 3, 4. Ahahaha. Und wieder ein Geschenk. Ein Hoodie. Einstecken. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Das gewesen so. Da liegt noch Müll. Wir wollen natürlich, ne? Was ist mit denen? Passiert nichts. Wie viele verirrten Kinder gibt es denn hier? Also schön drauf achten, wenn hier mal diese immer so die Dings sind. Geht irgendwie noch, wie gesagt, die irgendwie die Farbauswahl. Wo ist mein Blau hin? Verstehe es nicht. Zu Hause anrufen und einen Hinweis bekommen, was jetzt zu tun wäre. Krieg ich noch. Ich weiß, wir sollen irgendwie der Bohnensuppe folgen. Nicht Bohnensuppe, der Brombeere, der Eule folgen, aber wir wissen ja nicht, wo lang. Jamhülle. Wie bin ich wieder blau? Was passiert, wenn ich jetzt alle so blau einfärbe? Kann ich dran. Dann gehen wir mal dahin. Das mit der Höhle verstehe ich leider noch nicht so ganz.
So, dann gehe ich hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier hoch. Aha. Aha, aha. Hier so lang, ne? Zack. Du bekommst ein Schal. Muss ich jetzt nicht. Wo katapultiert mich das hin? Wieder hier runter. Also. Wir haben jetzt hier aber auch alles, ne? Ich habe jetzt auch nichts wackeln sehen oder so. Gehen wir mal hier weiter. Geh weg. Bring die Farbe wieder. Bisschen so Farbe reinbringen. Bin gespannt. Hab dich gefunden. Du hast es also endlich geschafft. Entschuldigung. Dies hier wollte ich dir zeigen. Es ist jetzt nicht so, dass du mir große Hilfe geleistet hast. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist das nicht. Doch wenn Chikori glaubt, dass du den Pinsel verdienst, dann obliegt es deiner Verantwortung, dem dich hier zu stellen. Was genau geht hier vor? Was ist mit dem Farm meiner Schülerin passiert? Und wo ist sie? Du solltest nicht hier sein. Ich weiß nicht, was das für Augen sind. Ich kann die Farbe nicht ändern. Oh, shit. So. Mach dich alle! Also wie gesagt, ich kann die Farbe nicht ändern. Was, bist du denn besiegt? Nein. Oh, shit. Nein! Hau doch mal ab! Folge mir nicht! Das ist wirklich schwierig, der Boss, ne? Das ist so gemein, der hat mich in die Ecke gedrängt. Kapitel 2, Pflichten eines Farbkindes. Okay. War das jetzt ein Endboss? Passiert? Was war das denn? Ein Makel. Er wucherte plötzlich hier wie aus dem Nichts.
Aber nicht einmal ich habe damit gerechnet, dass er angreift. Nur dank dir bin ich entkommen. Chikuri könnte das eine oder andere von dir lernen. Meine frühere Schülerin. Für all das ist sie verantwortlich. Sie hätte dich nicht schicken sollen. Sie ist ein Feigling. Hör auf! Schlimme Dinge über Chikuri zu sagen. Sie hat mir den Pinsel nicht gegeben. Ich habe ihn genommen. Und auch wenn ich nicht weiß, was vor sich geht, Chikuri wird damit fertig, egal was ist. Du kennst sie überhaupt nicht. Du hast missgebaut, Kleines. Du hast keine Ahnung, wie wertvoll dieser Pinsel ist. Du hast uns alle in Gefahr gebracht, als du ihn an dich genommen hast. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Du hast Glück, überhaupt am Leben zu sein. Und wenn du nicht, wenn du weißt, was gut für dich ist, bringst du diesen Pinsel sofort nach Mittagsmahl zu Chikuri. Los! Ja, schon. Ist jetzt stärker als... Jetzt stärker an dich gebunden. Deine Farben werden nun in dunkeln leuchten. Oh, wie geil. Aber du wirst ihm wohl trotzdem Chikuri zurückgeben müssen. Geh ich mal. Ja, aber wie leuchten die denn? Muss halt wieder zurück. Meine Farben leuchten jetzt im Dunkeln. Ja, als ob. Ich hab auch wieder blau. Das ist auch ein Geschenk. Das hole ich mir doch. Du bekommst einen Kordmantel einstecken. Ich habe auch andere Farben jetzt. Mir ist manchmal nicht so klar, wann ich welche Farbe kriege. Aber wird hinten müsste nicht kleiner werden. Geh nochmal rein und zurück. Okay, dann geht es da halt nicht lang. Ich nehme die Farbe. Was für eine mega krasse Farbe. Bin ich dafür? Da geht's weiter, aber da komme ich nicht rüber, ne? Ah, da ist ein Aufgang. Cool. Habe ich nicht gesehen. Nehme ich. Schlimm, sie brüllt. Da geht es nicht weiter, okay. Also ich muss da schon da. Ah, okay, die Edelsteine machen dafür, dass das denn leuchtet. Ein Mondschott, nee. Irgendwo ein.
aber ich habe alles erkundet, okay. So, den kleiner. Aber hier durch. Ah, hier hatte ich schon mal angefangen. Hier vielleicht noch irgendwas, was ich sehen sollte? Nee, leider nicht. Okay, dann gehe ich hier wieder raus. Ah, den können wir vielleicht. Kommen wir hier lang? Mittags mal. Oh, was ist los? Oh, hast du nicht meine Kinder gefunden? Dank dir. Also wenn du noch ein paar von ihnen siehst, schick sie her. Werd sie im Auge behalten. Schau mal vorbei. Also ein paar habe ich schon. Wie viel hast du? Hey, das ist ja mein ganz, ist ja mein ganzer Wurf hier. Süß, oder? Wenn ich, oh, wenn ich wegen ihnen nicht gerade einen Koller kriege. Ich glaube, ich schuld dir was. Ein Stirnband. Hm. Hier ist es nicht, aber ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Oh, ich kann Pat-Pat machen. Was ist das hier? Du hast schon wieder ein verirrtes Kind gefunden. Ich habe, glaube ich, nur eins von deinen. Hey, also, ich habe mal eine Zählung gemacht und ein Kind hier ist zu viel. Keine Ahnung woher. Aber ich habe drüber nachgedacht und rausschmeißen geht nicht. Das arme Ding wüsste gar nicht wohin. Ich kümmere mich selbst drum. Wenigstens bis die Eltern auftauchen. Ich glaube, das ist einfach das Richtige. Okay. Das ist deiner. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Hier komme ich aber auch lang. Geht's hier runter? Wieso finde ich immer noch Kinder? Bitte? Hier, ich habe noch eins. All diese kleinen Lause, die hier herumkrabbeln. Ganz schön viel Arbeit für eine Person. Aber ich schaffe das schon. Sie sind einfach nur irre süß. Ich bin eine stolze Mama. Nee. Da haben wir auch schon. So, wir sind ja farblich unterschiedlich. Ich sehe das aber auch nicht, was das ist, ne? Dann gehen wir mal hoch. Dann mal hier lang. Aber das ist ja mit dem Geschenk, ne? Ey, wo ist eigentlich mein Schleifchen? Oh nein, kann ich nur entscheiden, ob ich runde Brille oder Schleifchen haben möchte? Oh, dann nehme ich doch lieber die Schleife. Aber eine Jacke mit Tasche habe ich jetzt nicht, ne? Bärenshirt. Blümchenkleid, Kordmantel, greiftes Hoodie. Vielleicht ein Hoodie? Ach, und dann brauchte ich ja noch ein Beanie, ne? Ein Beanie und eine Jacke mit Tasche. Genau nach diesem Outfit suche ich gerade. Ich habe ein Beanie. Also ein Hoodie zählt nicht mit Jacke und Tasche. Okay. Oh yeah! Ich finde dieses neue Shirt richtig nice. Es ist wahrscheinlich das beste Shirt-Design, das es je gab. Finde ich zumindest. Fühlt sich genau wie mein Style an. Danke, dass du es gemacht hast. Bitte.
Hey, hast du schon mal ein neues cooles Shirt gesehen? Ganz schön cooles Design, stimmt's? Von Farbenkindern gestaltetes T-Shirt sind heiß begehrte Sammlerstücke. Ich wette mit dir, in ein paar Jahren ist das Teil ein Vermögen wert. Na denn, wenn du es sagst. Gucken wir mal. Vorher ziehe ich mich noch um. Ich mag das mit dem Beat nicht. Ich hätte ganz gerne Dings und dann hätte ich ganz gerne wieder mein Schleppchen. Dann habe ich den Schal bekommen. Ach, das geht. Das ist ganz süß. Chicory! Bist du da? Ich habe deinen Pinsel. Ich habe ihn genommen. Aber das hätte ich nicht tun sollen. Darf ich eintreten? Ich möchte dir einfach nur deinen Pinsel zurückgeben. Schön. Komm herein. Chicory ist kaputt. Chicory! Was mit Chicory passiert ist, sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.